Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade mit Tom, der gerade hinten sieht, putzt, in Aue. Wir befinden uns in Aue und ihr seht ja schon den Titel, was wir vorhaben. Wir versuchen, jedes zweite Bundesliga-Stadion in den nächsten 24 Stunden zu besuchen. Ich würde sagen, labern wir gar nicht lange rum, sondern fahren direkt, machen uns auf den Weg zur ersten Station, zum Startpunkt sozusagen, zum Erzgebirgsstadion hier in Aue. Bis gleich. So, da hinter uns kann man es spiegelverkehrt erkennen. Erzgebirgsstadion, erste Station. Wir sind da und hier der Timer. 23 Stunden gehen jetzt los. 24 Stunden, Gott sei Dank. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen, schnell ein Foto machen. Das machen wir jetzt als erstes. Mal haben wir mal ein Selfie von uns. Ein Selfie. Und hoppa. So, das Foto ist gemacht, die füge ich nachher hier alle ein. Und jetzt müssen wir natürlich, wie sich das bei diesen Videos gehört, ich weiß nicht, ob man was erkennt. Ja, ich leider nicht. Aufhalten. Ich weiß nicht, ob das um 5.30 Uhr schon geht, aber wir versuchen es mal. Okay, der Trick hat überhaupt nicht funktioniert, aber es waren 10 und jetzt geht's ab nach Regensburg. So, 7 Uhr, na bitte scharf, ja, 7.24 Uhr, 8.03 Uhr, 8.18 Uhr sollten wir eigentlich, hieß es die ganze Zeit, sollen wir in Regensburg sein beim zweiten Stadion. Aber Stau, der erste des Tages und damit gerät die ganze Challenge jetzt schon in Gefahr. Ja, mal gucken, ob das noch was wird. Noch bin ich halbwegs optimistisch, Tom ist da eher realistisch und glaubt, dass das sehr, sehr, sehr schwer wird, was es auch wird. Schon von Anfang an nicht, weil was hatten wir ausgerechnet jetzt ohne? Stau am Freitagnachmittag wären es 24.30 Uhr. Also es wird eine enge Karotte. Wir versuchen es weiterhin. Und ja, der hinter uns steigt aus. Optimales Zeichen. Zweite Station hat da hinten. Das ist das Foto. Zweite Station, 8.30 Uhr mit. Ja, einer guten Viertelstunde Verspätung jetzt schon. Das Jahnstadion hier in Regensburg, ganz das ist schick. Gott sei Dank ist jetzt auch hell, man erkennt was. Ich würde sagen, ich stelle die Kamera jetzt hier kurz hin. Weiter geht's nach Nürnberg. Hoffentlich findet ihr das ein bisschen schneller. Wir müssen ein bisschen Zeit gut machen. Jetzt rede ich mal ein bisschen. War noch, was sind das? 30 Minuten, eine halbe Stunde. Und wenn wir jetzt so richtig alles berechnet haben, sind wir 40 Minuten hinten dran. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie noch reinkriegen. Wir haben halt Hoffnung, dass wir über die Nacht dann ordentlich Zeit gut machen. Schauen wir mal. Es ist aber die Umgehung eigentlich. Ist ganz schick. Vielleicht wechseln wir mal den Fahrer. Dann kann ich leider nicht mehr so viel nach draußen kommen. Also nur nach vorne halt. So, die ersten 4 Stunden sind rum und wir haben es bis nach Nürnberg geschafft. Dahinter ist das Stadion Max Molokchev. Der Kollege hat richtig Bock. Dankeschön, das macht ein super Video. Und ja, Foto machen wir gleich, sind wir aufhalten. Falls, naja, wir müssen eigentlich Gas geben, aber viel Verkehr heute Morgen. Was sollen wir machen? So, der angesprochene Fahrerwechsel ist vollzogen hier. Sieht man übrigens meine handschriftlichen Unterlagen mit den ganzen Stadiennamen, den Orten, der Zeit, Kilometer und die Uhrzeit, die so ungefähr stimmen sollte. Wir sind da 10 Minuten in Verzug. Um 10 sollten wir in Vorzeit, jetzt ist es sowas wie 10.10 Uhr. Allerdings habe ich nicht mit allen bedacht, dass man ja bei jedem Stadion noch halten muss und dass das ein bisschen dauert. Und wie gesagt, am Ende steht es hier plus 30 Minuten. Das heißt, wir müssen gucken. Wir sind ja mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Das heißt, wenn wir ein bisschen schneller fahren, wir müssen ja nicht heizen, einfach ein bisschen schneller, wo unbegrenzt ist, dann sollten wir es schaffen. Und wir hoffen natürlich weiterhin, dass wir gut durchkommen. Bisher hatten wir nur diesen
ja ganz kurzen Stau, bloß mal 10 Minuten gestanden und dann ging es aber auch schon weiter in, ja, auf dem Weg nach Regensburg. Jetzt fahren wir quer durch Nürnberg Richtung Fürth, Wohnhofstadion oder so, wie das da ist. Ja, mal schauen, ob wir das rechtzeitig schaffen. So, mit dem Navi, hier gibt es leider folgendes Problem: im Gegensatz zu Google Maps erkennt er nicht, wenn man zum Beispiel jetzt Sportpark Rönhof oder wie er heißt, eingibt in Fürth, das erkennt er nicht. Das heißt, man muss immer die Adresse eingeben. Normalerweise liegt er im Laubenweg und es gibt hier im Kreis Fürth oder Nürnberg-Fürth in der Gegend wohl mindestens 2, eher glaube ich 3. Und wir waren leider auf dem Weg zum falschen Laubenweg, weil wir uns hier natürlich auch die Postleitzahl und so jetzt den Unterschied nicht so auf den ersten Blick erkennen. Von daher sind wir jetzt nochmal irgendwie 12 Minuten später dran oder so. Also es wird, sieht gerade nicht so gut aus. Das wird eng, es wird richtig eng. Aber wir versuchen jetzt natürlich trotzdem noch den Sportpark in Fürth zu erreichen und es noch zu schaffen. Wir haben immer noch 19 Stunden, ich kann noch mal kurz gucken, da 19 Stunden, keine Ahnung, ob man das jetzt erkennt. Also noch eine Menge Zeit, um Zeit gut zu machen, um uns ein bisschen zu beeilen, weil wir natürlich auch uns an die Verkehrsregeln halten müssen. Von daher wird es eng, aber wir geben weiter unser Bestes. Ach so, und tanken werden wir eben auch noch. Also das habe ich halt auch nicht berechnet, das muss ich auch zu meiner Verteidigung sagen. Das war dumm. Allerdings, ich habe geguckt, ohne Verkehr ist die ganze Strecke wirklich von Stadion zu Stadion in 22 Stunden und 30 Minuten machbar. Also es ist nicht so, dass es schon von vornherein absolut unmöglich war. Es war schwer, aber nicht unmöglich. Und es ist immer noch schwer und unmöglich, auch wenn es momentan, das stimmt, schon leider nicht sehr gut aussieht. Aber wir geben weiter unser Bestes und werden auf jeden Fall alle Strecken abklappern. Und ja, bleibt dran, um zu erfahren, ob wir es in 24 Stunden schaffen. Jetzt ist hier gerade ein wenig Chaos auf der Straße. Man glaubt es kaum, aber mitten im Wohngebiet, Sportpark Rönhof in Fürth. Ja, man kann sogar auf den Rasen gucken da hinten. Genau, schnell Foto und hochhalten. Erstes Foto. Bist du da? Jo. So, und hochhalten mache ich kurz mal alleine. Keine Ahnung, ob man da irgendwas erkennt. Aber ich habe hier. Das rollt mir hier fast über die Straße. Also, Fürth, wir schaffen's. Dann nicken uns schon die netten Mitarbeiter zu. Jetzt geht's nach Würzburg. So, wir fahren mal wieder. Das ist übrigens der schlaue Zettel, den ich eben gezeigt habe. Wir fahren mal wieder durch eine Baustelle. Theoretisch könnten wir das Video auch nennen. Oder irgendeinen Vlog draus machen. Baustellen in Deutschland oder sowas. Haben wir schon einige gesehen dieses Wochenende. Oder ist ja gar kein Wochenende. Aber wir werden definitiv noch mehr sehen. Guckt auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Das Video, das erste Video, was ich gesehen habe, Stadion besuchen in 24 Stunden, kommt von Miniminter, einem englischen YouTuber. Guckt das mal, der hat das in der Premier League gemacht. Und Cubanito, oder so heißt der Kollege, der es in Deutschland schon gemacht hat, bei den Bundesliga-Stadien. Checkt das auf jeden Fall aus. Die beiden Jungs haben das auf jeden Fall verdient. Und Tom könnt ihr natürlich auch in der Biografie abschicken, abchecken. Postet hier schon eifrig über Instagram unsere Tour, also wer bei Instagram folgt, der kriegt schon immer eine kleine Vorschau. Würzburg, da, und zwar mit einem sehr guten Parkplatz, würde ich behaupten. Flyer Alarm Arena. So, schnell Foto hochhalten, ihr kennt es inzwischen, und dann geht's gleich weiter. So, es ist gleich 12, das heißt, wir sind jetzt 6 Stunden unterwegs und ihr habt gesehen, es waren noch ja, knapp 18 Stunden, die wir vor uns haben. Ja, gerade Würzburg abgecheckt, hier immer noch wunderschöne Landschaft. Jetzt geht's auf die A7 und dann ganz nach unten nochmal in den Süden bis nach Heidenheim und dann sehen wir uns dann wieder. So, 13:30 ungefähr, also immer noch weiter eine halbe Stunde Rückstand. Fürth Arena in Heidenheim. Ja, ich dachte, das wäre aus Plastik. Komm mal wenigstens auch schön ran. Und wie immer, Foto hochhalten.
so nach knapp, weiß ich nicht, 2,5 Stunden, also wirklich eine lange Zeit, sind wir jetzt endlich in Karlsruhe, wo es erstaunlich warm ist, muss ich sagen. Hier wird halt leider gerade gebaut, deswegen kommen wir nicht so richtig, wir suchen jetzt mal, aber hier kommen wir auch nicht wirklich hoch. Ja, so sieht's aus, mitten alles Baustelle hier, deswegen kommen wir nicht so richtig ran. Aber das hier ist es, da sieht man Karlsruhe. Wir machen gleich ein Foto und ich versuche mal, ich mach mal kurz den Hadi noch schnell mal den Ball hoch. So, das war's zum 14. Passt. Die trainiert da schön. Und für uns geht's jetzt eigentlich nur noch nach Norden. Natürlich irgendwie noch mal ein bisschen Ost-West, so, aber grundsätzlich kommen wir Kiel dem Spitzenreiter immer näher. Jetzt geht's gleich nach Sandhausen aufs Dorf. Ich fahre inzwischen wieder langsam Schlauchs, ne? Langsam ist es. Es geht noch, aber so, also das Wetter ist ja gerade echt hier. Mega, 15, 16 Grad meine ich. Die Sonne, das ist richtig warm in der Sonne. Hier würde ich eigentlich gerne noch eine Stunde bleiben. Aber was sollen wir machen? Wir müssen es ja versuchen. Das sagt der Timer, können wir nochmal raufschauen hier. Der Timer, der sagt 14 Stunden, 16 Minuten haben wir noch. Es wird eine enge Karotte, das kann man schon mal sagen. Wir hoffen natürlich, dass nachts nicht so viel Verkehr ist, dass wir es noch schaffen. Aber man wird es sehen. So, nächster Stopp, diesmal eine kurze Strecke da am WWT-Stall. Nee, wir haben gut, wir sind gut in der Zeit. Am Sandhausen. Wo ist das? Foto hier, hi. Wir sind in Sandhausen. Halt mal hoch. Oder film. Ich film. Sehen das. Da sieht man ein bisschen. Es ist Sandhausen. Wir sind auch hier direkt am Ortseingang schön. Passt. Da ist das Sandhausen. So, mal wieder einer der zahlreichen Tankstops. Immer noch in Sandhausen. Wir sind ganz gut in der Zeit. Wir haben schon ein bisschen was aufgeholt. Ich hatte halt, als ich das vorberechnet habe, das alles überschlagen. Von daher sind wir noch im Rennen auf jeden Fall. Ich versuche immer hier unten in der Ecke oder so ab und zu einen Timer einzublenden, wann wir im Stadion sind und wie es aussieht. Wenn wir weiterhin, Klopferholz, weiterhin so viel Glück haben mit dem Verkehr und weiterhin keine Staus haben, dann ist hier auf jeden Fall was drin, dann ist es echt möglich. Jetzt geht es wieder nach Darmstadt, also nochmal schön weiter hoch durch Baden-Württemberg bis nach Hessen. Und dann kommt eine lange Strecke, die Tom dann fahren wird nach Düsseldorf. Also es bleibt spannend, wir sind ganz gut dabei, das Wetter hier ist geil, also es ist richtig schön warm. Und so ist schön hier auf Sandhausen, ist eigentlich ein schönes kleines Dorf. Aber wir müssen weiter, Tom kommt. Von daher drücke ich jetzt wieder aufs Gas. Natürlich nur so schnell wie man darf, keine Sorge. Und dann hoffen wir mal, dass wir rechtzeitig in Darmstadt am Böllenfalltor ankommen. So, nächstes Stadion. Böllenfalltor, Baustelle in Darmstadt. Es wird eng, zeitlich, das kann man auf jeden Fall sagen. Schnell noch mal hochhalten. Passt. Jetzt geht's gleich weiter nach Düsseldorf. So, ihr seht, 11 Stunden 47 Minuten und 50 Sekunden noch. 5.54 Uhr sind wir losgefahren und enden dementsprechend hoffentlich auch. Tom fährt wieder. Wir sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Ich bin schon völlig weggedreht von diesen ganzen verschiedenen Stadien, die wir gesehen haben. Wir haben jetzt das 9. Stadion in Darmstadt gerade gesehen, das heißt genau die Hälfte. Und ihr habt gesehen, auf der Uhr hier, das ist auch ziemlich genau die Hälfte. Also es ist noch alles drin. Wir müssen hoffen, dass wir jetzt diesen 18.07 Uhr ist es gar nicht. Man muss ja auch mal dazu sagen, wir hatten wirklich noch keinen einzigen Stau. Genau. Minimal immer so 10 Minuten, das ist aber nichts. Das ist schon echt crazy. Genau, also wir hoffen, dass es so bleibt. Feierverkehr haben wir irgendwie gut dran vorbeigemogelt. Jetzt gerade Darmstadt zum Beispiel in der Stadt war recht voll, aber
bisher geht echt alles. Wir hoffen, dass wir jetzt durchkommen bis Düsseldorf recht gut. Und dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Es ist dunkel. Tom ist gefahren und wir sind vor der Merkur Spielarena in Düsseldorf. Ich bin langsam ein bisschen kaputt. Es ist jetzt 20.15 Uhr. Also weiterhin eine halbe Stunde, die wir noch irgendwie rausholen müssen. Ungefähr. Ja, Foto hochhalten, ihr kennt den Spaß. Düsseldorf check, jetzt geht's nach Bochum. Noch 9 Stunden ungefähr und wir sind in Bochum, Vonovia Ruhrstadion, da sieht man, na komm, wir haben keine Zeit. Da, VfL Bochum. Noch schnell. Das läuft nicht mehr, ne? Das läuft gar nicht mehr. Und ab. Tschüss, Bochum. So, es ist jetzt endgültig dunkel. Wir sind tatsächlich gut in der Zeit. Wir haben Bochum haben wir aufgeholt, jetzt haben wir aufgeholt. Wir sind dran und drauf. Wir sind in Paderborn, Benteler Arena. Man sieht es leider nicht, es ist dunkel. Wir müssen auch ein Stück jetzt zurück, damit man im Hintergrund überhaupt erkennt, wo wir sind. Schnell Foto, schnell hochhalten. Ihr kennt den Spaß. Hier ist natürlich jetzt kein Mensch mehr. Montagabend um 10, da kann man es lesen. Hoffentlich Benteler Arena. Wir machen schnell das Bild. Wo ist er? Bist du? Egal, hier egal, tut überhaupt. Wir haben jetzt Paderborn hinter uns gelassen, sind auf dem Weg nach Osnabrück an die Bremer Brücke und sind eigentlich genau in dem Zeitplan. Und diese halbe Stunde haben wir jetzt leider nicht reingeholt. Wir haben ja schon vorher schon eine halbe Stunde verloren. Die haben wir wenigstens wieder reingeholt. Jetzt müssen wir irgendwie noch versuchen, diese halbe Stunde reinzukriegen. Und wir haben noch, wir gucken auf den Timer, 7 Stunden 34 Zeit. Ja, ist immer noch ein Stückchen. Aber wir nähern uns langsam unseren schönen Norden. So, man kann es da ungefähr erkennen. Alles, was das Herz begehrt. Ne, was steht da? Bremer Brücke. Auf jeden Fall hier ist das Stadion von VfL Osnabrück. Was labern wir so lange um? Man sieht überhaupt nichts. Es ist stockfinster. Hier ist leider kein Licht. Hätten wir wenigstens für uns die Flutlichtmasten anschmeißen können, aber haben sie nicht gemacht. Da ist das Stadion. Da ist irgendwo Tom. Also hier VfL Osnabrück. Ich hoffe, die nächsten Stadien sind ein bisschen beleuchteter. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt hier hochhalten sollen, weil man sieht eh nichts. Von daher, glaubt mir einfach, dass wir es gemacht haben. Sieht man das denn? Und ja, mach nochmal. Ich habe ein Foto auf jeden Fall von. Also ja, okay, wir haben ein Foto. Also hier. Fügen wir nachher ein. Du. Ja, stimmt, genau. Fügen wir nachher ein. Also, Osnabrück, check. Jetzt geht's quer durch Niedersachsen bis nach Hannover. Wir sind auf dem Weg nach Hannover. Bremer Brücke, Osnabrück war ja gerade stockfinster. Wir sollen laut meinem schlauen Zettel, ich weiß nicht, ich kann es ja mal, Achtung Licht, ich kann es ja mal zeigen kurz. Lümpfe. Laut meinem schlauen Zettelchen sollen wir um HDI Arena 1.30 Uhr in Hannover sein. Unser Navi sagt 0.43 Uhr. Das liegt daran, ich habe diesen Zettel ja erstellt an einem Freitag, ja 14 Uhr so, also Feierabendverkehr an einem Freitag. Das rechnet er jetzt natürlich raus. Wir haben noch 6 Stunden 32 vor uns. Wir sind tatsächlich drauf und dran, es zu schaffen. Ja, es sah lange aus, als wäre es überhaupt nicht möglich. Also ich muss sagen, als wir in Fürth waren und uns da verfahren haben, da dachte ich echt, und Tom glaube ich auch, da dachten wir echt, das war's. Jetzt sind wir wieder völlig im Mac. Ja, wir sind wieder auf Kurs. Wir können es tatsächlich noch packen.
Tom fährt jetzt bis nach Braunschweig. Dann fahre ich von Braunschweig nach Hamburg und dann fährt Tom wahrscheinlich nochmal das letzte Stück von Hamburg nach Kiel. Yes, sir. Ja, wir hoffen jetzt natürlich, es ist jetzt 23.23 23, weil die Zahl. Wir hoffen jetzt natürlich, dass wir jetzt gut durchkommen nach Hannover. Dann schnell vor die HDI Arena. Das ist ja ein großes Stadion. Ich hoffe, wir kommen da gut an Stadion ran. Und genau hier rein. Und dann geht es weiter nach Braunschweig. Und dann nach Hamburg schon. Und da ist dann Pauli und HSV. Und dann geht es schon nach Kiel. Also wir haben nicht mehr so viel vor uns. Natürlich nur ein paar Kilometer. Es ist aber auch erst 23.30 Uhr. Wie gesagt, noch 6 Stunden 31 haben wir Zeit. Es wird eine ganz enge Kiste. 0:58. Man sieht's. Wir sind in Hannover. Das ist jetzt hier der Fanshop. Das Stadion, ich weiß nicht genau, wo das Stadion ist, das muss dahinter sein. Da irgendwo. Aber es ist halt dunkel. Und hier ist wenigstens ein bisschen Licht. Hochhalten gleich wieder und Foto, ihr kennt das Prozedere. Erstmal laufen, oder? Meine Füße sind komplett nicht mehr da. Hannover 96 auch check. Jetzt geht's nach Braunschweig. Wir sind in Braunschweig. Laut meinem Zettel 2:30 hier sein. 30 Minuten haben wir ja da, werden wir da verspätet. Von daher haben wir 9 Minuten Luft, haben allerdings noch 4 Stops vor uns. Also es wird eine enge Kiste. Wir müssen jetzt aber gleich hier sein. Noch 500 Meter. Ich sehe allerdings nicht so gut, es ist auch dunkel. Ne? Hier irgendwo werden wir es gleich finden und dann. Wisst ihr ja, wie es geht, hochhalten und so. Wir sehen uns gleich. Also es wird eine richtig spannende Kiste. Wir haben aber momentan 9 Minuten Luft. Eintracht Fanshop Stadion ist da hinten. Da hinten war auch, kommen wir da hin, da war auch ein Zettel mit, ein Zettel. Ich bin, oh, wir sind beide schon völlig lost. Wie spät ist es jetzt? Halb, kurz vor 2 oder so, ne? Warum laufe ich? Warum laufe ich eigentlich im T-Shirt lang? Also, komplett kalt. Also, da ist das Stadion. Wir sind beide müde. Man merkt das an unseren Gesprächen. Die sind nicht mehr die geistreichsten. Aber ja, da hinten sieht man es. Man kommt jetzt nicht näher ran. Eintracht-Stadion, schnell Foto und Ball hochhalten. Aber hier haben wir auch mal Licht. Dann siehst du auch den Ball, ne? Easy. So, und jetzt ab zum Millern-Tor. Sieht man leider überhaupt nichts. Dritte, letzte Station, St. Pauli. Und noch 2 Stunden, 1 Minute haben wir Zeit. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ihr kennt das Spiel inzwischen. Foto machen wir schnell hochhalten und dann geht's weiter zum Volkspark. Da läuft auch immer noch. Pauli im Kasten ist es übrigens, ich weiß nicht, ob man es erkennt, es ist 4:05. Also euch, hier ist Alter, echt nicht viel los in Hamburg gerade. Das stimmt, ja, Gott sei Dank. Ja, dann wollen wir nochmal jetzt zum Volkspark. So, vorletzter Stop. Richtig großes Ding. Volksparkstadion vom Hamburger SV, zweites Stadion in Hamburg. Wir sind gut in der Zeit. Wir haben, müssen nur noch nach Kiel zum Spitzenreiter zum Abschied und haben noch 1:30 ungefähr Zeit. Man fährt etwas über 1 Stunde. Klar, wir müssen jetzt hier noch hochhalten, hier runter vom Grundstück, aber es sieht gut aus. Mal schauen. Nee, wir lassen uns nicht zu viel Zeit. Wir halten jetzt schnell hoch und machen Fotos, ihr kennt das ja. Women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women. I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. You only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Wir sind in Kiel. Das letzte
34 Stadien, das 34? 18 Bundesliga, Zweitliga-Stadien. Ich kann überhaupt nicht mehr reden, ich bin so müde. Da sieht man es leider nicht beleuchtet. Upsa. Und jetzt gucken wir mal da oben, der letzte kleine orange Rand von den 24 Stunden ist über. 32 Minuten haben wir noch, das heißt, wir können jetzt ganz entspannt rausgehen. Und ihr kennt es, ihr wisst, was passiert. Wir können jetzt ganz entspannt rausgehen, Foto machen, hochhalten und dann können wir gemeinsam den Timer stoppen. Genau, wir sind beim Spitzenreiter, das Beste kommt zum Schluss. Wir machen schnell ein Foto. Ein letztes Mal ein Lächeln für die Kamera. Ja, irgendwas? Egal. Ein letztes Mal. Ich halt den Ei. Ein letztes Mal Ball und Ball. Letzten 10. Ja, man merkt, dass der Nille schon mehr länger als 24 Stunden wach ist. Beide sind schon eingeschlafen. Okay. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben sogar noch eine halbe Stunde Zeit gehabt. 29, 51. Yes, sieht man. 48 und wir brech ab den sagen, Scheiß. Wir sind durch. Wir haben es tatsächlich geschafft. 24 Stunden, 18 Stadien. Naja, 23,5 Stunden. Stimmt, weil 23,5 Stunden. Jedes Zweitligastadion besichtigt. Was eine Tour, ich hätte es nicht gedacht, vor allem so vorhin in Fürth und so. Wir haben uns in Fürth verfahren. Wir hatten Stau nur auf dem Weg von Aue nach Regensburg ganz zu Anfang. Danach sind wir super durchgekommen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere coole Videos. Hier geht es am Sonntag ja wieder weiter mit einer neuen Folge Holstein-Kiel International, dem FIFA 21 Karrieremodus. Gebt einen Daumen hoch für die verrückte, geile Aktion und dafür, dass wir es tatsächlich irgendwie noch geschafft haben, auch wenn es lange Zeit nicht so aussah. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Aber wir werden es sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.